Am Sonntag wurde der Bürgermeister der Gemeinde Deizisau wiedergewählt. Thomas Matros möchte und wird auch die nächsten 8 Jahre in Deizisau politisch viel bewegen. Bei der neuen Veranstaltungsreihe der Zehntscheuer Deizisau herangezoomt hatten die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Deizisau in entspannter Atmosphäre die Möglichkeit, Thomas Matros noch näher kennenzulernen und ihm Fragen zu seinen Vorstellungen und Zielen zu stellen. Auch spricht der wiedergewählte Bürgermeister dabei über die Erfolge der vergangenen 8 Jahre. Wenn ich so die letzten 8 Jahre zurückschaue, dann war natürlich eines der ganz wesentlichen Themen die Realisierung des Pflegeheims, dieses Quartiershaus Palmscher Garten mit Kindergarten, mit Pflegeplätzen, mit betreuten Wohnen. Also auch ein generationsübergreifendes Projekt über insgesamt 5 Jahre. Die Entwicklung in unserer Schullandschaft, dieser Antrag zur Gemeinschaftsschule hin mit allen baulichen Veränderungen, war ebenfalls ein großes Thema. Wie gesagt, ein Thema, das uns weiter begleiten wird, weil wir auch in der Schule weiterhin größere Investitionen anstreben. Aber auch viele kleinere Themen, wo einfach Bürgerinnen und Bürger sich beteiligt haben und Ideen eingebracht haben, waren in den letzten 8 Jahren ja, wirklich bereichernd für die Gemeinde. Ein weiterer großer Themenpunkt des Abends war die junge Generation der Gemeinde und wie diese besser angesprochen und somit besser in die Kommunalpolitik einbezogen werden kann. Und da glaube ich sagen zu können, dass der Weg auch hier in den sozialen Medien künftig als Gemeindeverwaltung, als Kommunalpolitiker unterwegs zu sein, dass der Weg jetzt eingeschlagen wird, um eben junge Menschen mit Themen zu erreichen, um bei jungen Menschen Themen abzufragen, um eben Themen von jungen Erwachsenen, von jungen Menschen für junge Menschen und junge Erwachsene ja, zu bearbeiten und dann auch zum Ergebnis zu führen. Insgesamt war der Abend für alle Beteiligten interessant und sehr aufschlussreich.